Willkommen Leute zu einer weiteren Folge in Fallout 76, Rocky Mille WM am Start. Und ich habe hier für euch meinen ultimativen Schwerewaffe-Bild ohne Powerrüstung und blutig. Ihr seht, es ist etwas spezifisch. Ich werde auch in Zukunft solche speziellen Builds hochladen, zum Beispiel Super Tanky-Build oder Nahkampf-Blutig-Build etc. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesem Bild. Also wir benutzen schwere Waffen, sind außerhalb einer Powerrüstung, benutzen sie gar nicht und spielen blutig, haben sehr wenig TP, aber natürlich großen Damage-Output. Also haben wir hier einiges zu beachten. Erstens, wir benutzen schwere Waffen, also wir spielen ausschließlich außerhalb des Schleichmoduses. Bedeutet, wir sind laut und machen uns bemerkbar und werden dadurch nicht vermeiden können, Schaden zu erleiden von Gegnern. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir so gut wie möglich gepanzert sind, beziehungsweise die richtigen Perk-Karten, legendäre Effekte, Rüstung und so weiter benutzen. Das zeige ich euch ja alles auch gleich. Aber wir wollen auch natürlich höchstmöglichen Schaden verursachen. Deswegen spielen wir, sage ich mal, hauptsächlich im Blutigbild neben dem anderen Effekt, den ich euch auch gleich zeige werde. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit der Rüstung. Und hier sollte jedem klar sein, wir benötigen ein komplettes Rüstungsset mit dem legendären Effekt, unnachgiebig. Bedeutet, wir erhalten plus 3 auf alle Werte, außer Ausdauer. Da, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wieso viele Blutig-Build spielen, vor allem außerhalb einer Power-Rüstung. Wir haben hier auf alle Werte plus 15, unter anderem Intelligenz. Und wie ihr wisst, je mehr Intelligenz, desto mehr EP bekommen wir aus allen Aktionen in Fallout, bedeutet auch beim Killen von Gegnern, somit levelt ihr einfach viel schneller. Ja. Ihr habt auch höhere Bewegung für mehr AP, höhere Stärke für eine viel höhere Tragekapazität und so weiter. So, das ist der zweite positive, oder die zweiten positiven Effekte durch diese Rüstung. Wenn wir jedoch im Blutigbild schwere Waffen Bild spielen, dann wollen wir auch andere Werte auf so einer Rüstung, neben unnachgiebig. Und das sollten hauptsächlich Werte sein, die unsere Verteidigung stärken. Ich habe da etwas Glück gehabt beim Rollen. Ihr seht, ich habe noch als zweiten Effekt weniger Körperteilschaden, Feuerresistenz. Auf der nächsten habe ich Kyroresistenz und verringert das Gewicht von Waffen, was auch gut ist, denn schwere Waffen wiegen viel. Hier haben wir 75%ige Chance, Schaden während des Spiels Sprintens zu reduzieren, plus ein Charisma natürlich hier absolut nicht wichtig. Kyroresistenz, weniger Körperteilschaden, du erleidest 7% weniger Explosionsschaden, Chance auf von Nahkampfangriffen 100 Kälteschaden zuzufügen, auch uninteressant eigentlich hier. Aber ihr seht, eine ziemlich gute, blutige Tanky-Rüstung, wenn man so will. Aber wie gesagt, am wichtigsten ist hier unnachgiebig, wenn ihr nicht viele legendäre Module habt, so geht es mir natürlich auch sehr oft, dann verzichtet, sage ich mal, auf die Tanky-Effekte und rollt da jetzt nicht tausende von Module weg, nur damit ihr unnachgiebig mit Tanky zusammen verbindet. Gut, dann gehen wir weiter und schauen uns mal die Mutationen an, die ich ausgerüstet habe. Das sind übrigens die Mutationen, die ich standardmäßig immer drin habe. Hier spielen zwei eine große Rolle, explizit für den Blutig-Build. Und zwar Adrenalreaktion, damit wir noch höheren Schaden verursachen, je niedriger unsere Gesundheit ist, ganz klar. Ein Muss bei Blutig-Build. Und auch hier Schuppenhaut. Unsere Schadensresistenzen gehen hoch auf Kosten etwa von 12 AP, was jetzt nicht die Welt ist. Die restlichen Mutationen, ja, sind auch eigentlich sehr beliebte Mutationen. Wie gesagt, die habe ich immer in meinen Builds drinnen. Kommen wir zu den legendären Skills. Hier ist es sehr wichtig, dass ihr viele legendäre Beweglichkeit, Intelligenz, Glück, Stärke, Ausdauer etc. Drin habt, damit ihr mehr Skillpunkte habt und auch so mehr Perk-Karten setzen könnt. Denn wir brauchen hier schon sehr viele Perk-Karten, aber falls ihr die nicht auf Max-Level habt, ist das auch nicht schlimm.
denn wir können auf einige Perk-Karten auch verzichten, die werde ich euch auch natürlich gleich zeigen. Aber in meinem Fall legendäre Beweglichkeit, Intelligenz, Glück und Stärke auf Max-Level. Dann haben wir voller Einsatz, ganz klar, für mehr Schaden, wenn wir uns in einem Team befinden und angegriffen werden. Und das wird sehr oft passieren. Nachwirkung spielt hier absolut keine Rolle. Wie gesagt, wir spielen eigentlich ausschließlich außerhalb des Schleichmoduses. Hier würde ich euch raten, die Perk-Karte Flippige Klamotten auszurüsten, da wir dann auch noch viel höheren Giftschaden besitzen, Giftschadenresistenz besitzen, in manchen täglichen Operationen und vor allem in The Pit, in den Expeditionen auch sehr hilfreich. Und dann gehen wir auch über zu den normalen Perk-Karten. Wir fangen an natürlich mit groß und schwer, wie gesagt, wir spielen ein schwere Waffenbild, wir wollen hohen Schaden verursachen, die drei Karten auf Max-Level. Dann haben wir Blocker, wir spielen ein Blutig-Bild, wir wollen so lange wie möglich am Leben bleiben, am besten gar nicht sterben. Da hilft uns Blocker sehr viel weiter, denn wir erleiden 45% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Ich habe noch den Reiseapotheker drinnen, da ich viele Chems mit mir trage und diese sind natürlich auch ziemlich hilfreich. Dann haben wir konzentriertes Feuer auf Stufe 1, reicht vollkommen. Wie gesagt, wir spielen nicht im Schleichmus, aber auch fast ausschließlich außerhalb des Wetzes. Haben wir Grenadier. Grenadier ist eine optionale Karte. Ich habe sie drin, weil ich dann auch Granaten schmeißen kann. Hier aber Obacht, denn wir haben wenig TP, wenn wir im Explosionsradius der Granate, vor allem den Nuka-Granaten, die ich benutze, seid, kann es passieren, dass ihr euch selber one-shottet. Aber auch wegen den Waffen mit Explosionsmunition. Ja, da gibt es ja den legendären Effekt, Explosionsmunition. Und damit haben wir einen größeren Radius mit. Dann haben wir Hieb- und Stichfest. Wie gesagt, wir wollen auch lange überleben können. Wir bekommen plus 50 Schadens- und Energieresistenzen. Ghoulisch auch sehr gut. Für die Verteidigung durch Strahlung regenerieren wir Gesundheit. Max Level und Feuerfest, meiner Meinung nach eine Karte, die in jedes Bild rein muss. Du erleidest 45% weniger Schaden durch Explosion und Flammenangriffe. Wir haben inspirierend auch nur eine optionale Karte, die könnt ihr dann rausnehmen, falls ihr nicht so viele legendäre Skills habt wie ich. Ist nur, damit ich schneller leveln kann. Ein Dutzend seltsamer ist hier natürlich sehr wichtig, wenn ihr Mutationen habt und euch im Team befindet. Dann Fleischklopfer für mehr Schaden, ganz klar. Nerdwund, die absolut wichtigste Karte im Blutigbild. Ich glaube, die muss ich nicht kommentieren, die kennt jeder. Dann Abrissexperte, auch nur optional. Wie gesagt, die habe ich, damit meine Waffen mit Explosivmunition mehr Schaden verursachen und auch meine Granaten. Waffenschmied, auch optional. Ich würde euch aber raten, falls ihr schwere Waffen, schwere automatische Waffen benutzt, diese zumindest auf Level 3 habt, da diese sich schnell abnutzen. Action Boy, wir regenerieren 45% schneller unsere Aktionspunkte. Jetzt fragt ihr euch, hey, wir spielen doch außerhalb von Reds, für was brauchen wir dann Aktionspunkte? Zeige ich gleich, da kommen wir zu. Dann haben wir ausweichend auch wieder jeder Bewegungspunkt, Skillpunkt, fügt plus 3 Schadensenergieresistenz hinzu. Wir haben plus 15, wenn wir blutig Bild spielen und die unnachgiebige Rüstung haben. Deswegen haben wir schon die maximale 45 Punkte, somit auch sehr hilfreich. Adrenalin, ganz klar, für mehr Schaden, denn den wollen wir auch. Und jetzt kommen wir zu einer Perk-Karte, die AP-Kosten hat. Und zwar vermeidet 30% des erlittenen Schadens, also ein Drittel, für 30 Aktionspunkte pro Treffer. Und die geht Hand in Hand natürlich mit Action Boy. Dann gehen wir weiter. Blutiger Tod für 15% mehr Schaden. Ein Waffenarmee ist hier optional, denn damit haben wir eine Chance, Gegner zum Taumeln zu bringen und eine Chance, Körperteile zu verkrüppeln. Gerade wenn wir Explosivmunition benutzen, ganz gut für Brandbestien, damit wir sie zu Boden bringen. Dann glücklicher Zufall. Glücklicher Zufall, meiner Meinung nach, neben Nerdwood die zweitwichtigste Karte im Blutigbild. Warum? Wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, im Blutigbild bei 20% sogar, erhältst du eine Chance von 45% Schaden zu vermeiden. Keine Powerrüstung. Bedeutet, fast jeder zweite bis dritte Treffer, bekommen wir absolut keinen Schaden.
Also somit sehr, sehr wichtig, bitte ausrüsten. Klassenfreak, gestärkte Gene, da wir Mutation haben, hier auch ganz wichtig. So Leute, das ist mein ultimativer Schwerewaffenbild ohne Powerrüstung und blutig. Ich habe hier also alles drinne. Ich habe Blocker für die Verteidigung, feuerfest, ghoulisch, hieb- und stichfest. Dann haben wir noch flink ausweichen, ausweichend, glücklicher Zufall. Ihr seht, wir werden lange überleben, was wir auch müssen im schweren Waffenbild. Wie gesagt, da wir schnell auf uns aufmerksam machen. Aber wir haben auch alle Perk-Karten drin, die dazu führen, dass unsere schweren Waffen großen Schaden verursachen. Jetzt haben wir einen Nachteil, beziehungsweise haben wir einen Vorteil nicht, wenn wir uns außerhalb der Powerrüstung befinden. Und das ist die Perk-Karte, die kennt ihr natürlich auch. Eine Sekunde, und das ist die stabilisiert Perk-Karte. Wenn du Powerrüstung trägst, erhalten deine schwere Waffen ausgezeichnete Präzision. Ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist hier, dass wir dann 45% der Rüstung des Gegners ignorieren. Bedeutet, wir haben damit einen riesigen Schadensboost, den wir jetzt natürlich nicht haben, weil wir nicht in einer Powerrüstung sind. Somit würde ich euch raten, zu schauen, wenn ihr schwere Waffen benutzt und sie rollt und speziell dieses Bild spielen wollt, dann sollte vielleicht der Effekt, na, wo sind denn meine Waffen? Eine Sekunde, da ist sie zum Beispiel nicht mal drauf, Gatling Plasma, da ist sie ignoriert 50% der Rüstung des Ziels. Sorry. Denn Antirüstung ist schon wichtig. Ich habe ja ein Video, wo ich euch zeige, Antirüstung gegen Blutbefleckt, was ist besser. Wenn ihr Antirüstung bzw. den rüstungsdurchdringenden Effekt öfter drauf habt, durch ein Magazin, durch eine Perk-Karte, durch den legendären Effekt, macht es nicht so viel Sinn. Aber wenn ihr, wie bei den schweren Waffen, die keine Magazine besitzen, zumindest fast alle schwere Waffen, kein Magazin besitzen, das Rüstungsdurchdringung hat, so wie bei normalen Gewehren, ich weiß nicht, bei der Ausputzer oder sonst wo, durchbohrende Magazin oder beißendes Magazin, dann wäre es schon wichtig, zumindest einmal Antirüstung drauf zu haben, also den rüstungsdurchdringenden Effekt. Und das wäre hier mit diesem legendären Effekt auf der Waffe. Warum? Blutbefleckt und Antirüstung schenken sich so nicht viel. Ja, sie sind ungefähr gleich gut. Blutbefleckt wird nur deutlich, sage ich mal, besser, wenn man öfter den Effekt Rüstungsdurchdringung hat. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, schaut euch das Video an, da tue ich es genau erklären. Und der große Nebeneffekt, also positive Nebeneffekt ist, ihr könnt die Antirüstung auch im Full-Health-Bild spielen. Den Blutbefleck natürlich nicht. Aber beide sind sehr gut, sie schenken sich hier nicht viel, als wie gesagt, könnt beides rollen. Natürlich sind auch des Mutanten etc. auch gut. Wir sind froh über jeden guten legendären Effekt, den wir haben, denn legendäre Module sind rar, das wissen wir ja. Ich habe, bevor wir anfangen jetzt mit dem Praxistest, habe ich hier auch natürlich noch verschiedene Waffen. Einmal Waffen mit Explosivschaden, Waffen, die extrem hohen Schaden verursachen und auch Waffen wie zum Beispiel, na, habe ich die nicht ausgerüstet? Doch da, den Plasmawerfer für Wets, damit wir auch schauen, ohne bestimmte Perk-Karten, wie solche Waffen im Wets funktionieren. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann über zum Praxistest. Gut, und wie ihr seht, ich bin ziemlich blutig. Das passt ganz gut, damit wir sehen, wie gut unsere Rüstung auch ist mit diesen ganzen Perk-Karten etc. Aber ich würde vorher erstmal mit einer Waffe anfangen, die wir hauptsächlich im Wets benutzen. Und wie ihr wisst, wir haben keine wirklichen Karten, die uns beim Wets helfen, außer vielleicht Action Boy, damit die AP-Kosten, die AP sich schneller regenerieren. Und schauen mal, wie das so funktioniert. Ohne Power-Rüstung. Ja, wunderbar. Da wir natürlich, und ihr seht, die AP-Kosten sind trotzdem sehr gering. Grund dafür sind natürlich die plus 15 Punkte in Bewegung, die wir haben, die dafür sorgen, dass wir mehr AP besitzen.
Und ihr seht, ich wurde schon angeschossen, habe keinen Kratzer erstmal bekommen. Durch glückliches Ausweichen, durch Blocker habe ich auch wenig Schaden durch Nahkampfangriffe erlitten. Ich werde ganze Zeit beschossen, trotzdem lebe ich noch. Nimm dann einen Stimpack, alles ist wieder gut. Und wir spielen auch sehr blutig, wie ihr sehen könnt. Und also wa schwere Waffen wie der Plasmawerfer oder der Kryolator, die man ja hauptsächlich im Wetz benutzt. Ich glaube, ich habe zu beiden Waffen auch ein Video, könnt ihr euch mal anschauen. Klappt wunderbar, einwandfrei. So, wir gehen rein und benutzen mal schwere Waffen, die etwas lauter sind. Und wie ihr auch eben sehen konntet, ich habe mit meinem Plasmawerfer keine One-Shots gemacht, was eigentlich üblich für den Plasmawerfer ist im schweren Waffenbild. Da seht ihr mal, wie wichtig die Karte stabilisiert in der Power-Rüstung ist, dass sie uns einen extremen Schadensboost gibt, der uns jetzt hier fehlt. Was nicht bedeutet, dass wir wenig Schaden verursachen. Wir verursachen trotzdem großen Schaden mit schweren Waffen, aber nicht das Maximum, das wir bei einer Power-Rüstung bekommen. Gut, gehen wir mal zu einer nächsten Waffe über, zu einem Gatling Plasma mit Anti-Rüstung. Und die ist natürlich sehr laut. Es wird gleich jeder wissen, dass wir hier sind. Level 100 Supermutanten. Mit dem Gatling Plasma natürlich überhaupt kein Problem. Und wie ihr gleich sehen werdet, hier Nahkampfangriffe. Wir werden beschossen. Und trotzdem alles kein Problem. Wir bleiben am Leben. Wir sterben nicht. Und wenn es irgendwann brenzlig wird, nehmen wir halt doch mal ein Stimpack. Und dann kümmern wir uns um die Supermutanten und diesen Mutantenhunden. Also ihr seht, alles wirklich kein Problem durch die ganzen Perk-Karten für die Verteidigung und die Rüstung, die wir besitzen. Und der Schaden ist auch trotzdem enorm. Wenn ihr natürlich Waffen benutzt, nochmal mit des Vampirs-Effekt statt Anti-Rüstung oder Blutbefleckt, werdet ihr nochmal weniger Schaden verursachen. Aber dann ist euch eigentlich fast garantiert, dass ihr nicht sterbt. Und Leute, das ist kein blutig tanky Bild. Ja, da kann man noch mehr rausholen, was Verteidigung und Überleben betrifft. Also absolut spielbar. Und wir haben hier die Vorteile plus 15 Intelligenz. Wir leveln schneller, also durch unnachgiebig. Und es ist auch sehr beliebt, wirklich schwere Waffen außerhalb der Power-Rüstung zu benutzen. Wir haben auch mehr Bewegungspunkte für mehr AP. Ihr habt es vorhin gesehen mit dem Plasmawerfer, trotzdem kaum EP verschwendet. Wir können natürlich noch eine andere Waffe testen, wie zum Beispiel die Minigun mit Explosivgeschossen. Und dann seht ihr auch die verursacht wirklich sehr guten Schaden außerhalb einer Power-Rüstung ohne stabilisiert. Und oh je, hier eine Menge Gegner, ihr hört's. Aber wie gesagt, kein Problem. Und ihr seht jetzt, aha. Bei sehr vielen Gegnern wird es doch etwas knapp, auch ohne des Vampirs. Das sind ja alles Level 100 Supermutanten hier, wie ihr sehen könnt. Aber trotzdem kein Problem. Wenn ihr in einem Blutig-Bild, Stealth-Bild spielt, dann wären wir natürlich hier schon 10-mal gestorben. Also wenn wir entdeckt werden natürlich. Und unser Ziel im Stealth-Bild ist natürlich, dass uns keiner sieht. Aber wir halten wirklich extrem viel aus. Obwohl hier alle auf uns eindreschen. Ihr seht also sehr guter oder beziehungsweise der ultimative schwere Waffen ohne Power-Rüstung, Blutig-Build. Großer Schaden, sehr gute Verteidigung. Was will man mehr? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich muss mich hier noch um die Mutanten kümmern. Abonniert meinen Kanal, es würde mich sehr unterstützen und ihr bleibt weiter auf dem Laufenden, was Fallout 76 betrifft. Und kommentiert, habt ihr einen ähnlichen schwere Waffen ohne Power-Rüstung, Blutig-Build? Oder benutzt ihr da andere Perk-Karten, vielleicht sogar eine andere Rüstung etc.? Würde mich echt interessieren. Ansonsten war es das hier von mir, euer Rocky Miele und bis auf bald.